Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Modern Skyblock 3. Ja, beim letzten Mal haben wir schöne Dinge getan. Ich glaube, wir haben angefangen, die Kristalle zu basteln, damit wir den nächsten Punkt freischalten können. Genau, wir brauchen Boron und Prismarine. Und ja, ich habe hier noch ein paar Felder aufgebaut, die kann man gleich mal ernten. So, das tun wir auch mal gleich rein. Und ja, natürlich habe ich jetzt euch das, tue ich das euch jetzt nicht an, dass ich jetzt da mich eine halbe Stunde hinstelle und einfach nur die Sachen durchjage. Nein, ich habe es natürlich schon vorbereitet. Ja, ich bin nett. Ich weiß. Weil jetzt habe ich euch beim letzten Mal schon ja, ne? Und Claim. Juhu. Und wir bekommen einen neuen Block, eine Trophy. Das heißt, ich habe die nächste Quest abgeschlossen. Jetzt ist die Frage, wo sind meine Trophys drin? Hier. Drei Trophys. Gut, das heißt, wir haben freigeschaltet Basic Farming. Bei Basic Farming gibt's Snatch und Cropsticks. Das heißt, wir werden jetzt Holz brauchen. Und ich muss auch schauen, dass ich da so schnell wie möglich weiterkomme, denn ich brauche unbedingt Strings, weil wir Silky Jewel machen können, dass wir das da endlich auch ein bisschen sauber aufräumen können. Das wird auch einer meiner nächsten Tätigkeiten werden, die Insel ein bisschen zu, ja, nicht nur zu vergrößern, sondern auch ein bisschen komfortabler und ein bisschen besser aufgeteilt zu machen. Weil Steine haben wir jetzt auch schon genügend, weil wenn ich mir jetzt anschaue, wir haben jetzt 4 komplette Drawer voll. Das müsste eigentlich schon mal ein bisschen reichen. So, ich habe es jetzt aber gerade selber gemerkt. Die Sounds von den Kreaturen sind noch ein bisschen laut. Die schiebe ich mal ein wenig runter. Ich kann zwar jetzt mittlerweile dadurch, dass ich jetzt wieder angefangen habe zu rendern, nachjustieren. Aber wenn man natürlich das meiste so wegkriegt, dann ist es natürlich besser. Okay, also wir haben jetzt fertig gemacht diesen Bereich. Das heißt, ich brauche jetzt, aus dem brauche ich noch jetzt Chemical Glass und den Nether. Beziehungsweise die Blaze. Das hatten wir das letzte Mal ja auch schon gemacht. Das machen wir auch gleich mal. Hot Wood. Mending Moss. Mending Moss. Ball of Moss. By using Moss on a bookshelf, you can turn it into Mending Moss, which when added to your tools, will slowly repair them. Mending. Moss. Full of Moss. Also ich habe immer gedacht, also wenn du Moos auf einem Bücherregal, beim Benutzen von Moos auf einem Bücherregal, du kannst es verändern. Into Mending Moss. Was Mending ist, weiß ich nicht. Welche? Wenn du diese auf deine Tools dann draufpackst, werden sie sich langsam reparieren. Ja, sehr schön. Tonat. Jetzt ist nur die Frage, was meint er mit Moss? Ich bin gerade, ganz ehrlich, ein bisschen sprachlos. Also ich habe immer gemeint, man braucht einen Ball of Moss, um das herzustellen. Und ich muss ja auch einen Ball of Moss herstellen, hä? By using Moss on a bookshelf, a
Jetzt ist halt die Frage, haben die das im Deutschen falsch dargestellt? Meinen die Veins? Nee, also das weiß ich leider nicht. Falls ihr da eine Idee habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Smite Graveyard Soil. Muss ich auch mal angucken. Graveyard Soil. Das mache ich mit einem Dirt, einem Bone Meal und Rotten Flesh. So, das ist jetzt keine Kunst. Das mache ich gleich mal. Dankeschön. Und wegschaufeln. Dann brauche ich jetzt Bone Meal. Na, Gott sei Dank habe ich noch ein paar Knochen. Und ich brauche Rotten Flesh. Das war jetzt, glaube ich, so, so und so. Und erledigt. You can add concreted soil to your tools. Ah, okay. Also das heißt, Schärfe. Das ist Smite. Okay. Also das heißt, das kann ich dann zum Beispiel aufs Schwert packen. Ich nehme die Lootkiste. Halt, nein. Ich brauche noch concreted Soil. So. Ah, okay. Das muss ich einfach nur brennen. Lass die brennen. Sehr schön, dass ich jetzt das Bodenmehl gefunden habe. Rotten Flesh reichen mir auch vier. Und dann machen wir halt nochmal schnell vier Erde, dann habe ich acht, dann sind es wenigstens acht Stück. Dann weiß ich auch, warum das hier eine Kohle verschwendet. Benutze, nicht verschwende. Okay, so kommst du auch gleich mal rein. Und dann heißt's nochmal das Dirt nehmen. Aufsammeln. Und fertig. Acht Stück. Und rein. Ja, wenn du natürlich genau falsch rum drin liegst, dann kann es natürlich total gut klappen. Nämlich gar nicht. Okay. So, Silky Tule. Das würde ich ja gerne machen. Silky Glows. Aber dadurch, dass bei mir keine Spinnen dahin spawnen. Und ich dann auch, wenn ich ehrlich bin, Riesenprobleme hätte, diese zu killen, weil die sich ja immer nach oben gehen. Und ich weiß nicht, ob ich drei Blöcke hochschlagen kann. Ich kann es ja schon. Nee, ich kann es nicht. Ich kann nicht mal zwei nach hinten schlagen. Ja, es ist keine Option jetzt erstmal. Das heißt, ich muss schauen, dass ich an Karten rankomme, dass wir das dann darüber machen. So, ist jetzt die Aufgabe erledigt oder nicht? Jawohl, jetzt habe ich sie erledigt. Was bekommen wir? Ein alter Schick-Tome. Whatever. Juhu, meine Gladderadatsch-Kisten werden immer voller. Ich bin zufrieden. Und der letzte. Dankeschön. Das heißt ja jetzt, ich nehme noch mal einen Flint raus und lege das Schwert rein und repariere das Schwert. Das heißt, muss ich mal gucken. Ich habe Ecological und Crude 2 drauf und würde dann noch Smite drauf kriegen.
1,4, 1, 4,74. Habe hier 7 Modifier, hier habe ich noch 6. Verstehe gerade nicht, für was Smite gut ist. Hä? Oder? Sind immer noch 6? Ich probiere das jetzt einfach mal. Baue ich mir eher ein neues Schwert nochmal. Aber, hä? Okay. Das heißt also, sozusagen, das ist jetzt das, was früher das Kristall war. Okay. Aber man sieht ja gar nicht, wie viel das ich da noch draufpacken kann. Bis der nächste Modifier verwendet wird. Das muss ich mal irgendwann in dem Buch nachlesen. Also ich habe jetzt nichts gesehen, dass das sich irgendwie verbessert hat. Okay. Mach immer noch 2,5 Herzen. Okay, in Ordnung. Werden wir rausfinden. Ja. So. Wie es aussieht, wächst das Zeug wirklich nur, wenn es Nacht ist. Kommt mir auf jeden Fall so vor. Ups. So. Aber wir wollten ja mit Agricraft anfangen. Dann soll ich das auch tun. Beziehungsweise, nein, ich will erstmal mit dem Blue Slime Sapling anfangen. Denn wenn ich den bekomme, ja, dafür brauche ich 6 Silky Jewels, 8 Reinforced und Firewood. Und dann mache ich was auf? Basic Automation. Oh Gott. Also das heißt, ich muss da richtig losrocken. Und bei der Storage brauche ich die Slime Balls. Ja, wir möchten ja auch, ja, da auch mal weiterkommen. Dann sollte ich mir mal angucken, wie man an diese Slime-Pflanzen da rankommt. Das ist erstmal der hier. Bonsai Trees, das habe ich noch nicht. Aber das habe ich. Also das da. Sapplinge, die kriege ich, habe ich, glaube ich, wie Sand am Meer. Und die stelle ich her, indem ich einen Slime Ball und zwei Lapis reinschmeiße. Bei 350 Hitze. Okay. Wie viel brauche ich, um. Einen. Und wie viel brauche ich davon? 4. Also das heißt jetzt für mich, ich brauche 8 Lapis und 4 Slime Balls. Slime Balls dürfte ich aber noch nicht haben. Aber ich habe ja, ich mache ja immer wieder mal meine Päckchen auf. Das habe ich alles reingeschmissen. Ich habe doch da was rausbekommen, was dafür nützlich wäre. Oder doch nicht? Ach doch, da. Slime Cube. Was kann denn dieser Slime Cube? Ah, okay, genau. Das heißt, diese Slime Cubes, ab dem Zeitpunkt wird das ein Slime Chunk und ich kann die spawnen lassen. Okay. Dann räume ich die auch gleich mal wieder weg.
So hoffe ich nur, dass ich die nicht irgendwo dahin geparkt habe. Ich meine, jedes Mal, ich habe einen Bogen in der Hand, dass die dann hier spawnen. Hier habe ich zwei. Slime Block, Magma Cream und Water Bucket. Jellyfish, Slime Pearl. Slime Essence, das habe ich alles nicht. Ah, Blend Matter und einen Schneeball. Kann ich auch machen. Plant Matter. Hab ich davon noch was? Ja, richtig viele. Ich glaube, ich habe meine ganzen Saplinge immer wieder zu den Plant Balls, Plant Matter umgearbeitet. So, das waren jetzt 8 Stück und ein Schneeball. Schätz mal, der Slime wird dann spawnen, wenn ich ihn nicht mehr brauche. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht und einen Schneeball zumachen, draufdrücken. Und ich habe drei. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, ein Schneeball drauf. Und ich habe vier. Mal gut. So, das kommt da rein, das kommt da rein. Und jetzt muss ich diese Slime Balls also genau, jetzt brauche ich Lapis. Ich kann gleich mal nochmal Kohle mitnehmen. Weil die werde ich dann sowieso. Was habe ich gesagt, wann die spawnen? Hallo? Du kommst zu spät. Aber ich nehme auch späte Gäste an. Dankeschön. Es kennt ja beide Wege. Und wir wissen auch, dass das Zeug spawnt, wenn ich nicht da in der Nähe bin. Aber das sind sehr gute Tütenlieferanten, merke ich gerade. Okay. Dann habe ich statt und ich brauche jetzt Lapis. Was haben wir gesagt? Ich brauche 12 Stück. Habe ich noch genügend? Ja. Habe ich da. Dann brauche ich noch mal einen Eimer Wasser. Den muss ich dann da hinten holen. Kälteren rein. Ja, sauber gemacht. Okay. Das heißt, wir brauchen jetzt einen davon und zwei davon. Zumachen. Kohle rein. Habe ich hier nicht umsonst mitgenommen. Ich weiß noch gar nicht, wie viel Energie das ich dafür brauche. Ja, wir haben aber den ersten. Na, dann fallen wir runter. Den zweiten. Den dritten. Und den vierten. Sehr gut. So, jetzt habe ich davon 4 Stück. Und jetzt brauche ich
Davon vier Stück, das da und einen Sapling. Na, oben habe ich ja noch ein paar. Ist das alles, was ich an Zepplingen noch habe? Ja, ich hoffe, dass da noch genügend rauskommen, weil ich brauche ja immer vier. Das mache ich jetzt aber anders. Das Risiko gehe ich jetzt nicht ein. Dass es am besten dann nicht klappt. Und ich dann keine Sepplinge habe. Schau ich nämlich saublöd aus der Wäsche. Oh, heißt, ich müsste jetzt auf jeden Fall. Ja, ich habe auf jeden Fall fünf. Klack, klack. Doch noch einen rumfliegen sehen. Hä? Ach da. Hallo. Gut. Dann heißt es jetzt, ich brauche das da in der Hand. Die vier da. Den Sapling stelle ich dahin. Und ouch. Ja, weh. Ich brauche was zum Essen. Quest complete growing slime. Nett, nett. Ich habe die nächste Sache erledigt. Und ich brauche was zum Essen. Ah, ich muss auf jeden Fall noch richtig viel hier wuppen. Und ich komme mir so vor, als hätte ich nie was schaffen. Ja, aber okay, die Anfänge sind ja immer Hallo Slime. Na? Hüp. Danke. Hallo, komm mal her. Die Tüte gerade runtergefallen? Klasse. Wiedersehen, Tüte. Die andere Tüte kann ich auch nicht mitnehmen. Ich müsste ja auch mal hier einen endlichen Aufgang, einen richtigen bauen und nicht das Wasserloch da. Schlimm, schlimm. Schaut sowieso aus wie Sodom und Gomorra, aber naja. Was will man machen? Was will man machen? Jetzt muss ich nur hoffen. Okay, auf Blue. Only grows on slimy dirt grass. Okay. Slimy dirt grass. Green slimy dirt. Dafür brauche ich vier davon. Das und dirt. Okay. Also das heißt, wir nehmen den Dirt. Wir nehmen. Gott sei Dank habe ich gar den Slimeball weggetragen. Dann kommen die Slimes wieder da rein. Du kommst dahin. Ich habe wieder Aua. So, ich hoffe, dass das richtig ist. Kann ich dich mit Bone Meal zum Wachsen kriegen? Teste es. Oder reicht sogar als Tanzen? Nee, Steine nehmen. Tanzen? Nee, tanzen geht nicht. Aber das geht. Sehr schön. Okay, aber ich habe vier Stück rausbekommen. Cool. Das heißt, ich muss, oh Gott, das heißt, ich muss da auch noch eine Farm aufbauen oder so. Das heißt, wir müssen die Insel massiv erweitern.
Ich bin aber auch gerade dabei, Eisen herzustellen. Das heißt, wir können uns dann Wildersworns demnächst mal basteln. Oh, muss mal schauen, dass ich den nochmal zum Wachsen kriege. Dankeschön. Ja. Haben noch einen hübschen Baum hier rumstehen. Und ich brauche viel mehr Knochen. Ja, super. Gut. Ja, aber wie gesagt, wir haben jetzt unsere Blue Slime Saplings bekommen. Das sind Quest-Sachen. Die packe ich in diese Questkiste da hinten. Und dann werden. Wie viel brauche ich dafür? Achso, ich brauche Slime Balls. 64 Stück. Okay, aber die kriege ich ja über diese Bäume raus. Brauche nicht die Saplinge, sondern die Bäume, die Saplinge, sondern ich brauche das, was ich da rauskriege, also die Dinger da. Die kriege ich aus diesen. Ah, okay, die kriege ich da draus. Okay. Aber wie kriege ich die? Also das heißt, ich muss die alle durchballern. Natürlich ist nicht so super. Weil das ist dann Farming hoch 5000. Ja, aber was will man machen? Aber wie gesagt, vielleicht kriegen wir es ja auch raus. So, das heißt, beim nächsten Mal müssen wir ein bisschen an der Insel rumbasteln, weil die gefällt mir nicht mehr. Dann schaut das hier aus wie Sau. Und das gibt's dann auch zu tun. Und dann heißt zu mir, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal. Und ich würde mich natürlich auch über ein Abo oder ein Like von euch freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.